Ich darf Sie recht herzlich einladen zum Dessauer Sportspektakel. Eine Mischung zwischen Sport, Show und Action am Freitag, den 3. Juni von 19 bis 22:30 Uhr im Paul-Greifzu-Stadion. Was bieten wir Ihnen? Olympiasieger Wolfgang Behrendt, Doppelmarathon-Olympiasieger Waldemar Czerpinski, den Radsport-Weltmeister Uwe Ampler und viele andere prominente Sportler unseres Landes. Frank Schöbel wird da sein und wir werden auch ein Fußball-Prominentenspiel auf dem Rasen des Paul-Greifzu-Stadions austragen. Also, Sie sind doch dabei am Freitag, den 3. Juni. Auf den Platz kamen Gerd Christian, der bekannte Schlagersänger. Das ist Lothar Thoms, mehrfacher Olympiasieger im Bahnradfahren. Das ist Thomas Tommy Schmidt von der Spaßmachergruppe MTS. Hier im Bild Immo, ein Magier, ein Zauberkünstler, der sehr viel Erfolg in seinen Veranstaltungen hatte und natürlich immer noch hat. Herbert Küttner, der bekannte Sportreporter und natürlich auch Rundfunkmoderator bei Radio DDR, dem Berliner Rundfunk, hier ein weiterer Vertreter der Gruppe MTS. Mike, immer zu Späßen aufgelegt. Wolfgang Hanf, Sportreporter, Sportredakteur von Radio DDR. Wolfgang Behrendt, der erste Gewinner einer Goldmedaille bei Olympischen Spielen, heute Fotoreporter beim Neuen Deutschland. Mittlerweile haben wir Herbert Köfer im Bild, Volksschauspieler. Wolfgang Hempel interviewte ihn, das ist natürlich Frank Schöbel. Die Gilde, der Schlagersänger, der Pop-Mimen und Pop-Artisten, ergänzt durch Beppo Küster. Ein weiterer Sportreporter, nämlich Klaus-Jürgen Alde. Als Vertreterin der Handballnationalmannschaft der DDR, Evelyn Sellert, sie ist Dessauerin. Klaus und Uwe Ampler, Friedensfahrtsieger, dazu muss man nicht mehr sagen, gehörten ebenfalls zur Mannschaft beim prominenten Fußball. Und schließlich der zweifache Marathon-Olympiasieger Waldemar Czerpinski. Hier haben wir die Schiedsrichter im Bild und dann ging es los beim prominenten Fußball im Rahmen der 775-Jahr-Woche, Festwoche der Stadt Dessau. Natürlich wird auch dieses Spiel absolut an den internationalen. Oh, jetzt werden sie wie die alles, was wir wollen. Das gewinnt im Thron der Zeit. Disziplin und Optimismus, Fantasie und Yeah.
komme erst mal beim Geld. Ja. Gratuliere. Danke. Soweit also das Prominentenfußballspiel. Der alte Dessauer, der in diesen Tagen wahrlich nicht wenig zu tun hatte, am meisten wohl Hände schütteln durfte, bedankte sich zum Abschluss bei allen Sportlern und Künstlern für ihre Mitwirkung. Sicher eines der bleibenden und ganz großen Erlebnisse für das Dessauer Publikum während dieser ihrer Festwoche. Ein anderer Höhepunkt, das Neptunfest im Waldbad der Freundschaft. Dieses Waldbad ist übrigens eines der schönsten Schwimmbäder in der DDR. Auf einer schwimmenden Insel gesellten sich zu Neptun allerhand Leute, Wassersportler der Stadt und natürlich das Publikum, die für eine weitere Höhepunktveranstaltung sorgten. Dazu gehörte auch eine kleine Flugschau, der wir jetzt noch ein wenig zuschauen wollen.